Guess who's back? Nachrichten für Haters, 8 Weihnachtsschalter. 8 Weihnachtsschalter? Bro, das ist so eine Maschine, Digga, der haut sich sogar selber Knockout. Was geht, was geht, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren extravaganten neuen Video auf diesem Kanal. Gestern haben wir so eine Silvester-Spotify-Gruppe erstellt, damit jeder so ein paar Lieder für Silvester reinhauen kann. Was denkt ihr, welches Lied habe ich reingemacht? 1? 2? Oder 3? Wenn deine Freundin rumzickt, weil du live gehst. Oh Mann, ey, ja, weißt du, das kenne ich, Digga, jedes Mal. Freundin zickt rum, weil ich live gehe. Ich gehe überhaupt nicht live. Naja, Schatz, ich würde nachher nochmal 21 Uhr nochmal live gehen. Ja, hast halt Pech. Aha, hört man ja richtig, wie sie rumzickt. Du musst schon herkommen und nicht in der Küche stehen, ich verstehe dich nicht. Ach so, ja klar, die steht in der Küche, deswegen verstehen wir sie nicht. Liegt bestimmt auch gar nicht daran, dass sie überhaupt gar nicht existiert. Ah, steht bestimmt in Küche. Ah ja, passt. Schatz, wenn es nicht läuft, dann gehe ich 22.45 Uhr wieder offline. Mit wem redet der eigentlich, Digga? Der Typ hat doch Psychose, der liegt in seinem Bett. Ja, Schatz, du musst schon herkommen in Küche, Digga. Weißt du, wie die Küche aussieht? So. Ist kein Mensch da! Mit wem redet der? Ja, da musst du dann nochmal weggehen oder so, keine Ahnung. Ja, geh mal weg, ja, ich geh live, geh mal weg. Ich wiederhole mich ungern nochmal, aber wer soll denn weggehen? Da ist doch niemand. Alljährlicher Xmas Rave at home. Zum Glück habe ich nicht so eine Familie. Ich hab Romy nicht auf dem Bild. Och, Romy, Mann, komm rein ins Bild, Digga, Romy. Jetzt? Ja. Ja, man sieht Romy wieder nicht mehr, Digga. Romy, komm rein ins Bild, Digga. Er, oder keine Ahnung, wer das filmt, der Kameramann, so. Romy, komm rein ins Bild. Romy kommt rein. Ach, Digga, Romy, Digga. Sogar der Kleine geht schon, der hat gar keinen Bock mehr. Dann kann ich aufhören, meine Beine tun weh. Wann kann ich aufhören? Meine Beine tun schon weh. Dieses Video ist gut. Das laden wir hoch. Ja, nee, passt, Digga. Passt. Wie Xmas Rave at home. Alles gut, Digga. Da hinten ist die Sparkasse, Leute. Die hat mich eben angerufen. Die wollten von mir ein Darlehen haben. Ich habe gesagt, okay. Da hinten ist Elon Musk, Leute. Der hat mich angerufen. Der wollte Geld von mir. Ja. Ich komm mal vorbei. Ich hab hinten die G-Klasse voll. Dann leih ich jetzt mal der Sparkasse ein bisschen Geld, okay? Der Sparkasse mal ein bisschen Geld leihen. Okay, ja. Auch die Sparkasse. Danke, der Fünfer hat uns heute aber auch echt gefehlt. Who is singing? You know what? It doesn't care me. You know, it doesn't care. Aber ich denke 37. Also diese Familie ist schon wirklich ziemlich klein so. Ich frag mich so, imagine, du hast so eine Freundin in der Familie und du kommst so dorthin zu Weihnachten. Bruder, du musst einfach 40 Geschenke besorgen. Du bist bankrott, du kannst Privatinsolvenz anmelden, Digga. Ich komm dahin, ich bin arm. Ich speier nur das ganze Jahr dafür, dass ich der Familie von meiner Freundin Geschenke zu Weihnachten kaufen kann. Nein. Was ist eigentlich das hier? Wer glaubt, sie singt Hey Jude? Ja, Dings Bildschirmhintergrund. Weißt du, was mein Bildschirmhintergrund ist? Wie findet ihr Rated 1 bis 10? Bro, ich habe eine Idee fürs schnelles Online-Geld verdienen. Ganz kurz, Digga, wenn irgendein Kollege zu dir schon so herkommt und sagt, Bro, ich habe eine neue Geschäftsidee, renn. Nächster Tag um 6 Uhr morgens. Genau so habe ich mich damals gefühlt, als ich den ersten Brief vom Finanzamt bekommen habe. Briefe vom Finanzamt, die sind immer so. In dieser hässlichen Farbe. Normale Briefe sind weiß, die sind irgendwie so komisch. Als hätte man draufgeschissen. Und dann steht da normalerweise noch immer so ein komisches Logo drin, weil dann weiß man ganz genau, du wirst gerade gef***t. Finanzamt verstehe ich sowieso nicht. Ich habe nicht dieses Dingsbums hinterlegt, dass die einfach abziehen können, sondern dass ich immer so selber zahle, damit ich so ein bisschen noch Kontrolle habe. Ich weiß nicht, ob es besser ist oder nicht, aber ich habe einfach keinen Bock, dass die jedes Mal abziehen, Junge. Wer bin ich? Spendengala oder was? Naja, und das erste Mal, als ich einen Brief vom Finanzamt bekommen habe, dachte ich so, ja okay, die schicken so Rechnung, was ich zahlen muss. Nein, Digga, die schicken nicht Rechnung. Die gehen wirklich Real Talk direkt so hier rein. Die schicken direkt irgendeine Abmahnung mit so Ankündigung zur Vollstreckung. Und als ich das gelesen habe, Ankündigung zur Vollstreckung, weil ich, keine Ahnung, so 200 Euro nicht gezahlt habe, habe ich wirklich gedacht, eine Woche und die kommen so bei mir rein.
Ich hab Angst vor denen. Ey, bitte nimm nicht schon wieder mein ganzes Geld, Mann. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen und extravaganten Happy New Year. Oder so, keine Ahnung. Das kommt nicht aus Deutschland. Wo will ich wissen? Steht hier drauf, kommt aus Germany. Hosen in dem Rari und wir crashen deine Party, ja. Und du hast nichts zu sagen, so viel Alkohol im Magen. Und ich nehm sie mit in den All-White-Whip. Doch sie kennt das nicht, selber fühlt den Kick.